Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Build Attack. Und ja, das hier ist jetzt voraussichtlich die letzte Folge, die ich aufnehmen werde. Und ja, ich habe nochmal einiges gemacht offscreen, ne? Ich hatte also tatsächlich, ja, jetzt mal die Motivation, noch ein bisschen durchzustarten. Und mir ist gerade erst aufgefallen, hier das Haus, das stand nämlich neulich noch gar nicht, ne? Mir ist generell aufgefallen, es sind auch wieder viele Spieler aktiv. Es gibt auch wieder Creeper teilweise und so, die halt noch rumlaufen und denken, ach, der Server läuft eh bald aus. Und die griefen dann einfach mal irgendwelche Grundstücke. Und da hat sogar einer bei mir wieder die Workbench und das Bett geklaut. Also das finde ich übelst dumm. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt hatte oder mir das aufgefallen war. Aber ich finde das einfach nur dämlich auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, was das bringen soll. Ich glaube, ich habe auch noch an der Mittelalterwelt ein bisschen weiter gebaut, aber hauptsächlich eigentlich hier. Und ich kann da nochmal den Fortschritt zeigen. Also hier haben wir erstmal ja, so einen neuen Eingangsbereich, ne? Fand ich ganz cool so von der Idee her und ja, den kann man so machen. Und ich habe gerade sogar noch eine Erweiterungsidee und zwar das und das. Na, wie wäre das? Ich weiß nicht, finde ich ganz cool irgendwie als Eingang so. Kann man machen, ne? Und ja, hier die Bäume habe ich nochmal abgerissen wieder. Und ich habe mal hier im Haus ein bisschen was konzipiert noch. Und zwar einmal hier so ein bisschen die Decke, dann hier die Decke reingezogen, ne? Hier so eine eigene Wand für das Treppenhaus. Und dann hier nochmal die Wand gemacht. Also ja, so ein bisschen Rohbau betrieben quasi, kann man sagen. Und ich finde schon mal ganz cool, in welche Richtung das Haus geht. Aber ich werde es natürlich nicht mehr fertigstellen können, ne? Weil das schaffen wir jetzt in den 10 Minuten auch nicht mehr, die ich noch habe. Und beziehungsweise nicht mal mehr. Und naja, irgendwann muss ich es dann eben gut sein lassen. Ich denke mal, hier mache ich sogar noch so ein Fenster hin. Sowas, genau. Und ja, ich war auch noch am Durchschmelzen von Glas unten. Das kann ich mir nochmal holen. Und ich würde sagen, ja, dann nehmen wir einmal hier blaues Glas. Habe ich mir auch nochmal was im Shop gekauft. Lapis. Das hatte ich nämlich nicht immer. Ne, ich dachte eigentlich, ich habe Lapis. Aber leider nicht. Und naja, das ist jetzt auch der einzige Farbstoff, den ich so habe. Gut, außer vielleicht hier Löwenzahn oder so. So gelb könnte ich machen. Aber ja, will ich eigentlich jetzt auch nicht. So, ich gehe mal schlafen. Ich muss zurzeit mein Bett immer wieder abbauen, weil ich sonst einfach keine Chance habe und ja, das ist immer ziemlich blöd. Die Leute, die klauen halt immer wieder mein Bett. Das war schon das zweite Mal jetzt. Weißt du, ich spinne doch nicht. Ich hatte doch hier ein Bett stehen und ja, jedes Mal fehlt das einfach wieder. Ich denke mir so, Alter, wer will mich jetzt schon wieder verarschen, ey? Ganz ehrlich. Das ist einfach nur dämlich, dass die immer wieder mein Bett klauen, ey. Was bringt denen das? Was bringt denen das, wenn die ein Bett klauen? Alter. Das ist sowas von sinnlos. Ja, jetzt werde ich natürlich doppelt und dreifach aufpassen. Und immer, wenn ich nochmal auch an einem weiteren Projekt teilnehme, ja, mein Bett halt einsammeln, ne? Und mitnehmen. Weil ich lasse es mir ja nicht wegnehmen, ey, das ist ja dämlich. So, ich kann ja hier theoretisch nochmal, ja, eventuell, ja, ich weiß noch nicht, ne, so genau. Vielleicht kann man das so machen und dann hier sowas. Und dann wechselt man hier vielleicht die Glasfarbe oder so. Oder nee, pass auf, noch besser. Ich kann auch hier noch so einen Balken reinziehen, ne? Und ja, dann machen wir hier das einfach so. Ja, das wäre doch auch eine nette Sache. Guck mal, da können wir hier zum Beispiel noch das Blaue verwenden. Ja, es macht ja manchmal Bock schon, so ein bisschen kreativ zu sein und so, ne? Und ja, das werde ich jetzt in dem Video auch noch durchziehen. Würde ich mal sagen. Und ich habe leider ja keinen Glowstone auch, ne? Oder habe ich da welchen? Weiß ich gar nicht. Weil das wäre mal richtig geil noch als Element. Aber ja, werde ich jetzt eh nicht mehr mir großartig holen können. Oder Spawn. Wenn ich mal gucke. Im Nether. Vielleicht komme ich ja irgendwo ran. Aber ich glaube nicht. Das bezweifle ich zurzeit noch ein bisschen. Ich habe auch schon wieder fast 7 Stunden Spielzeit, ne? Ich war heute noch um einiges aktiv. Auf jeden Fall. Und guck mal, da haben wir ja doch Glowstone. Das decke ich mich mal kurz hoch, ne, würde ich sagen. Ja, finde ich ganz cool, dass ich es jetzt noch geschafft habe, hier zum Ende des Projekts ein bisschen was zu schaffen. Ja, ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt vorbei ist, aber immerhin wusste ich es vorher und konnte noch reagieren. Und ja, vor 2 Folgen habe ich ja dann eigentlich schon mit gerechnet, dass das die letzte Folge wird. Aber ich hatte heute halt nochmal Bock, ein bisschen weiterzumachen, ne. Und naja, aber Gaming Life hat jetzt das Video ausgewertet und im Video kam auch raus, dass das nicht so gut aussieht für den Server, ne? Also, ja, hatte ich noch gar nicht erwähnt, in der letzten Folge auch oder so. Also im Video stand dann wirklich in der Umfrage, oder nee, nicht im Video,
Einmal war ja das Video die Umfrage, aber das wurde irgendwie manipuliert. Und da stand es irgendwie relativ knapp, das hatte ich ja noch gesagt, ne? Aber dann hat er nochmal eine Straw Poll gemacht, das war jetzt noch neu. Und da hat er dann eben, oder ist dann eben rausgekommen, zumindest bisher, dass, oder es ist eigentlich klar, dass ein neuer Server vorne liegt, ne? Und der alte Server eben nicht so gut gewotet wurde, ne? Ist ein bisschen schade für mich. Ich fände es cool, wenn ja das Projekt weitergeht, aber naja, müssen wir halt mit leben, ne? War halt ein kurzes Projekt, so 10 Folgen auch nur auf YouTube. Ja, ist nicht so geil, aber naja, ich habe ja immerhin nicht nur 2 Folgen oder so gemacht. Also 10 ist schon eine relativ gute Zahl. Ich meine, dafür, dass es auch nur einmal die Woche kommt, ne, ist es eigentlich schon ganz okay. Und das kann man machen. Genau, ich hatte nämlich hier das Bett hingestellt, ne, neulich. Da kann ich mich genau dran erinnern. Und jetzt ist es einfach wieder weg. Stimmt, das stand genau da. Mann, ey, sowas Dummes. Ja, warum klaut man ein Bett, ey? Ich verstehe es immer noch nicht. Naja, so, was gibt's hier noch zu zeigen? Ich weiß es nicht. Ich finde die Wand immer noch hässlich irgendwie. Ich habe mir die schöner vorgestellt. Aber ich finde tatsächlich sowas ja cooler, muss ich sagen. Solche normalen Wände, sag ich mal, ne? Es hat schon irgendwie mehr was. So. Ja, und ich habe auch nochmal einiges an Akazien gefarmt. Die hatte ich ja auch vorher noch gar nicht. Aber die wollte ich jetzt halt einfach mal austesten. Und die machen sich eigentlich ganz gut, schätze ich mal, ne? Also, so als Fassade ist das schon nicht schlecht. Ja, kann man machen. Und eventuell mache ich ja draußen auch noch sowas an dran. Zumindest angedeutet, dass man hier mal so, keine Ahnung, so hervorstehende Sachen hat irgendwie, ne? Unter den Quarzblöcken jeweils vielleicht. Das, ja, würde sich schon eignen. So. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob man da noch was dran macht. Das wäre eigentlich nur angebracht. Aber die Frage ist, was? Zäune? Naja, sind Zäune so gut? Ich weiß nicht. Ist irgendwie relativ blöd, oder? Ja, ich teste es mal, eventuell. Ja, machen wir mal hier so viele. Ist jetzt blöd, ne? Ich habe wieder ein volles Inventar. Das ist aber nicht so chillig. So. Ah ja, und Glowstone wollte ich ja noch craften. Genau, die wollte ich ja hier noch reintun in die Bude, irgendwo. Muss ich mal schauen, wo es passt, ne? Eventuell halt hier. An so einer Stelle. Ja, warum nicht? Ne? Das wertet das Ganze nochmal auf, muss ich sagen. Und hier an so eine Stelle könnte das auch hin. Ja, da passt halt irgendwie nichts anderes, ne? Und ja, sonst hatte ich glaube noch eine Stelle irgendwo. Ah, habe ich jetzt schon wieder vergessen oder sehe ich gerade nicht, auf jeden Fall. Und naja, dann lasse ich es halt weg. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen sowas hin. So. Okay, und ja, ich krieg schon wieder einen trockenen Mund irgendwie vom ganzen Reden. Ja, ist ein bisschen nervig gerade. Aber ich ziehe das jetzt durch. So. Dann so. Und da. Na, komm schon. Zack, vielleicht mache ich ja auch noch so ein kleines Fenster. Ja, Fenster sind halt ja immer das Sinnvollste, ne? Zum Beispiel hier so eine Wand, das sieht halt einfach scheiße aus. Also Fenster sind immer ganz cool eigentlich, wenn es welche gibt. So, die Frage ist jetzt, das habe ich schon wieder mein ganzes Fichtenholz weggetan. Nur warum, ne? Keine Ahnung. Ja. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Ich setze hier nochmal die Balken. Ah, na toll. Fahre ich wieder runter, war ja klar. So, aber sonst habe ich alle Balken gesetzt erstmal, ne? Ja, ich würde sagen, da arbeiten wir weiter, bis die Balken biegen, ne? So. Okay. Vor allem bis die Balken biegen, bis sich die Balken biegen. Ah, das war jetzt komplett falscher Satz. Und ich habe noch wir oder so vergessen im Satz. Mann. Oder ich. Ja. Ich weiß eh nicht, warum ich immer wir sage. Das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt, weil das früher mal alle Let's Player gemacht haben. Aber ist eigentlich relativ sinnlos, oder? Ich finde es irgendwie teilweise überflüssig. So, zack. Okay, ja, da haben wir jetzt hier so ein bisschen eine Fassade schon mal angedeutet. Kann man schon mal machen, ne? Ja. Warum nicht? Die Quarzblöcke passen vielleicht noch nicht so gut, ne, muss ich sagen. Die müsste man nochmal anders einarbeiten. Aber sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Mit dem Zwischenergebnis, muss man ja sagen.
Weil eigentlich ist es ja noch nicht fertig, ne? Aber, naja. So, ich würde sagen, das nehmen wir mal als Thumbnail hier ganz kurz und dann zeige ich euch nochmal kurz die Mittelalterwelt. Ja, so sieht mein Haus dann aktuell aus. Ich wollte das eigentlich auch nochmal weitergebaut haben, aber ja, habe ich dann irgendwie nicht gemacht. Beziehungsweise, naja, die paar Treppen hier habe ich eh gerade dabei, die kann ich ja nochmal kurz platzieren. Aber sonst habe ich da jetzt auch nicht mehr so viel geschafft, leider. Ich habe nochmal die Fassade ein bisschen weiter gemacht, ne? Da war ich ja schon dabei, ich glaube, das hatte ich gezeigt. Und ja, ich finde das so ganz cool. Hier der Eingangsbereich müsste nochmal anders werden. Generell ist es natürlich auch ein bisschen klein, aber naja, ich würde sagen, es geht schon. Und da kann man schon mal den Namen noch dran schreiben, ne? Mach ich dann gleich nach der Folge. Jetzt erstmal danke fürs Zusehen und tschüss.